Es ist Montag, Johannes hat eine Kamera in der Hand. Ihr wisst, was das bedeutet. Foto-Challenge. Der Till war diesmal ganz gemein. Er hat nämlich behauptet, ich habe mit der kleinen Kira hier immer so einen süßer Hundebonus in meinen Bildern. Und um mir den kaputt zu machen, hat er mir als erschwerenden Faktor für die heutige Foto-Challenge aufgetragen, dass ich selbst ins Foto muss, was ich ja prinzipiell eigentlich überhaupt nicht mag. In Verbindung damit haben wir aber diese Woche auch ein echt schweres Thema, nämlich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sind das Bild. Dank Till muss ich selber mit ins Bild und ich selbst existiere ja auch immer nur in der Gegenwart. Jetzt habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, was wir diesmal machen könnten, und die erste Idee war also die Standardidee. Ja, ich könnte ja irgendwie ein Foto von mir als kleines Kind, dann wie ich jetzt ausschaue, und es gab vor kurzem ja auch mal irgendwie so eine App, wo man sich selbst alt machen kann, dass ich da irgendwie noch was mit ins Spiel bringe oder irgendwelche Gegenstände von wo ich klein war und vielleicht im Hintergrund irgendwas, was ich mir irgendwann mal erträume noch in der Zukunft. Irgendwas so in der Richtung, aber das war mir so ein bisschen zu abgedroschen. That was awful. Pull the plug. Weil ganz ehrlich, das ist halt wirklich der erste Gedanke, den jeder hat. So, irgendwelche Gegenstände aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zweite Idee, wenn es irgendwie um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geht und man an was Nerdiges denken soll, fällt einem doch immer zurück in die Zukunft ein, oder? Okay, was ist da das Witzigste, was alle drei Varianten irgendwie durchmacht? Also die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, wenn es nicht um Personen gehen darf oder soll. Weil ich habe in dem Film ja auch nicht mitgespielt. Und das ist der Sportalmanach. Der kam aus der Zukunft und wurde in die Vergangenheit geschleppt, bevor ihn jemand aus der Gegenwart wieder zurückgeholt hat, um die Gegenwart wieder so herzustellen, wie es ist. Problem an der ganzen Geschichte ist, der Film ist mittlerweile so alt, dass auch der Sportsalmanach von damals, der aus der Zukunft kam, ist aus der jetzigen Gegenwart, also unserer Gegenwart, schon Vergangenheit. Der ging nämlich nur bis ins Jahr 2000. Für mich aber perfekt. Das heißt, der Sportsalmanach ist für mich, also der aus dem Film, der Gegenstand aus der Vergangenheit. Jetzt bräuchte ich nur zwei weitere Ausgaben, nämlich eine für die Gegenwart und eine für die Zukunft. Weil die für die Zukunft, wenn ich mache, ist so ein bisschen blöd, dann existiert eine Lücke von 50 Jahren. Der Almanach geht nämlich laut Film immer für 50 Jahre in die Zukunft mit Sportergebnissen von Baseball und allem drum und dran, sodass man bei Wetten gut gewinnen kann. Ich glaube, wir bemühen mal ein klein bisschen Photoshop und basteln uns die Ausgaben für 2000 bis 2050 und 2050 bis 2100. Ich werde dabei versuchen, dass ich stilistisch ungefähr so in die Richtung ziele, wie auch der Alte aus dem Film aussieht, und vor allem das Design ein bisschen übernehmen, soweit möglich. Und lediglich beim Letzten, der auch von uns aus in die Zukunft gerichtet ist, werde ich beim Bild vorne vielleicht schauen, dass es ein ganz klein bisschen abgehobener aussieht, um einfach so den Zukunftscharakter ein bisschen besser reinzubekommen. Gut, ab an den Rechner, los geht's. So, ich würde sagen, wir haben, was wir brauchen, und jetzt machen wir aus dem Ganzen noch eine schöne Komposition und einen Schnappschuss.